Dezember kurz vor Weihnachten, die Zeit, wo die ganzen Jahresrückblicke im Fernsehen laufen. Und wenn euch die Jahresrückblicke im Mainstream auf die Nerven gehen und ihr überhaupt keinen Bock drauf habt, naja, dann guckt ihr einfach unseren Jahresrückblick. Wir haben uns gedacht, wir machen nochmal so einen kleinen Jahresrückblick, weil dieses Jahr sehr viel passiert ist. Sehr viel. Das Ganze wird ein bisschen länger, deswegen haben wir eine Kapitelauswahl unten in der Videobeschreibung drin. Dann könnt ihr an die Stellen klicken, die euch interessieren, und alles andere, was euch nicht interessiert, einfach beiseite lassen. Gerade ich erzähle ja immer ein bisschen viel. Ich eher nicht. Sarah eher ein bisschen weniger, aber wir gucken mal, dass Sarah diesmal auch ein bisschen zu Wort kommt. Ja, unser Aufnahmetag ist der 6. Dezember, ist für uns eigentlich ein besonderer Tag, weil genau vor 2 Jahren sind wir in den Flieger gestiegen und Richtung Paraguay aufgebrochen und sind dann am 7. Dezember gelandet. Natürlich mit Schneiden und so weiter, alles kommt das Video jetzt ein bisschen später. Aber heute ist unser Jahrestag. Wir hatten ja vor einem Jahr ungefähr schon so ein Jahresvideo gemacht, ein Jahr Paraguay, positives, negatives. Da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht so stark drauf eingehen. Wir können ganz am Ende des Videos nochmal sagen, was uns immer noch so ein bisschen stört. Oder immer noch gefällt. Hier negativ. Genau, das können wir zum Ende noch so ein bisschen machen. Aber hauptsächlich wollen wir uns jetzt wirklich nur auf Jahr 2022 konzentrieren, was wir da so alles erlebt haben hier. Geschafft haben vor allem. Ja, es ist ja für uns viel passiert. Ja, wir haben ja ganze 2 Häuser gebaut. Und dementsprechend werden wir da sicherlich einiges zu erzählen haben. Ja. Viele haben uns ja begleitet, aber ne, ich meine, das ist ja eine Unzahl an Videos entstanden. Wir haben 139 Videos, glaube ich, mittlerweile online. Dies hier ist ja dann schon wieder eins mehr. Also wieder Stand heute, sage ich mal. Quasi 140. Genau, wieder 140. Video. Ja. Genau, das ist der Stand heute. Die letzte Zeit kamen natürlich viele Short-Videos, weil wir angefangen haben so ein bisschen mit Short-Videos, weil das ist einfach schnell gedreht. Wir können euch so nah wie möglich an unserem Alltag mitnehmen, weil wir durch die Baustellen-Videos festgestellt haben, okay, die kriegen wir so zeitnah gar nicht online, weil halt die Schneiderarbeit und so alles noch da ist. Braucht es einfach ein bisschen länger, die Videos online zu stellen. Deswegen. Weil wir hier halt auch noch recht viel zu tun haben. Genau, weil wir in unserem Alltag ja auch noch einiges zu tun haben mit ganzen Kleinarbeiten und so weiter und so die fort. Die irgendwie nicht enden, ne? Die irgendwie nicht enden und irgendwie aufhalten. Sarah findet immer wieder neue Arbeit für mich, ja. Ich habe genug. Genau, da holt sie mich immer wieder vom Rechner weg. So, und deswegen halt die Shorts-Videos, um einfach mal eben schnell ein Video drehen. Ihr seid auf dem Stand der Dinge und so. Und deswegen wollen wir auch in Zukunft weiter mit diesen Shorts machen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ansonsten guckt ihr einfach nicht. Genau. Ja, um jetzt bei dem ganzen YouTube zu bleiben. Wir sind echt erstaunt, wie schnell das gewachsen ist. Wir sind jedem Abonnenten und jedem Zuschauer wirklich dankbar. Stand heute sind wir bei 2902 Abonnenten, also super, also hätten wir nie gedacht. Wirklich vielen Dank für alle, die da abonniert haben. Ja. Vielleicht schaffen wir ja noch bis zum Jahresende die 3000 zu knacken. Drückt mal den hier. Ja. Genau. Und abonnieren. Genau. Nein, Spaß doch. Gesamtaufrufe auf Stand heute, ich habe Screenshot gemacht, also fast 500.000 Gesamtaufrufe. Hätten wir nie mitgerechnet, wo wir gestartet haben. Dass wir so interessant sind, ne? Genau, dass wir so interessant sind, hätten wir nie gedacht. Also gegründet, könnt ihr ja auch auf dem Screenshot sehen, ist der Kanal ja schon irgendwann 2019. Und wir haben ja gar keine Videos gemacht, ja. Also schuld ist ja der Werner Krause, ja, aus dem ersten Bienen-Video. Andersrum vielen Dank an Werner, dass du uns so in den Hintern getreten hast und gesagt hast, komm, wir müssen jetzt filmen, wir müssen jetzt die Bienen filmen, ja, war unser allererstes Video. Aber auch ein super Erlebnis, hat jetzt nichts mit 2022 zu tun, ist schon wieder länger her. Aber trotzdem war ein super Erlebnis, hat echt viel Spaß gemacht, habe ich viel gelernt, weil ich vorher mit Bienen ja gar nichts zu tun hatte. Ja, so kamen wir dann halt zum Kanal, und dass das so wächst, hätte man nicht gedacht, weil war eigentlich nur für Familie und Freunde erstmal gedacht. Damit die auf dem neuesten Stand sind halt. Genau, hat sich dann ja ein bisschen selbst entwickelt, weil dann, wenn man kein Video hochgeladen hat, habt ihr sofort in die Kommentare geschrieben, was ist los, warum kommt kein Video und so. Und das hat uns dann auch noch Antrieb gegeben, weiterzumachen. Macht ja auch Spaß, das Filmen. Macht uns auch Spaß, das Filmen. Ja, ist mittlerweile zu unserem Hobby Nummer 1 geworden.
Und werden wir sicherlich auch weitermachen. Aber da kommen wir dann später zu, ja, wenn wir so am Ende des Videos dann sagen, wie planen wir das nächste Jahr, wie soll 2023 bei uns aussehen. Ganz erstaunt waren wir auch, dass sich die nicht deutschsprachigen Zuschauer immer mehr vermehrt haben, also in den Kommentaren haben wir es halt gemerkt, immer mehr, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, gucken unsere Videos und dann haben wir angefangen und versucht, die Untertitel einzustellen, ja, weil das hat uns wirklich begeistert und da haben wir uns besonders drüber gefreut und möchten gerade auch den nicht deutschsprachigen Zuschauern danken, dass sie uns da so die Treue halten und auch so nette Kommentare schreiben. Wir werden in Zukunft weiterhin versuchen, die Untertitel in verschiedenen Sprachen dann einzustellen, damit ihr uns auch weiterhin verfolgen könnt und ein bisschen besser versteht, was so bei uns in den Videos gesprochen wird. Problem ist, dass YouTube halt diese Untertitel, ja, der macht den deutschen Untertitel ja schon nicht korrekt. Dieser automatische Untertitel in Deutsch ist schon nicht korrekt. Und dann übersetzt er natürlich in die anderen Sprachen auch teilweise wirre Sätze. Die Untertitel für ein Video, was 10 bis 20 Minuten lang ist, dann in Deutsch zu bearbeiten, dass die richtig sind, ist schon schwer genug. Ich saß bei meinem Video, aber ich habe 2 Stunden dran und habe dann, weiß nicht, 10 Minuten oder so gefühlt gehabt. Genau, und das ist so viel Arbeit, das können wir leider, das schaffen wir zeitlich einfach nicht. Wir versuchen, die Untertitel immer besser zu gestalten und hoffen dann auch weiterhin auch auf fremdsprachiges Publikum. Allerdings, wir haben halt auf Deutsch gestartet und wir werden den Kanal auch weiter in der Hauptsprache auf Deutsch halten, weil... So ein Diktiergerät wäre geil, was sofort mitschreibt. Kennst du den? Ja, ja. Das wäre cool. Ja, ganz besonders müssen wir uns auch bei den Zuschauern bedanken, die uns unterstützen, auch in finanzieller Art. Sei es, dass sie uns Geld überwiesen haben oder dass sie über unsere Amazon Affiliate Links, die unten in der Videobeschreibung sind, irgendwelche Sachen bei Amazon gekauft haben. Ja, da sind wir euch wirklich sehr dankbar drum. Hätten wir auch nie mit gerechnet, dass wir da so eine Unterstützung erfahren. Das Geld haben wir dann auch immer wieder in neue Technik investiert. Im Moment ist eine neue Kamera unterwegs, mit der wir auch ein bisschen zoomen können. Ja, wir wollen gerade auf unseren Reisevideos so ein bisschen mehr zoomen können. Also da auch noch mehr in Zukunft. Ja, also das Geld investieren wir, versuchen wir auch immer wieder in neue Technik zu investieren. Mikrofone haben wir schon gekauft, damit der Ton ein bisschen besser wird. Sind wir immer noch nicht so mit zufrieden, nee, aber auch am Ton wollen wir noch ein bisschen arbeiten. Verbesserungsbedarf ist eigentlich immer da, ne? Das richtig, Verbesserungsbedarf ist halt Standard. Da haben wir immer. Ja. Ja, dann wollen wir natürlich unserer Familie danken, die uns auch aus weiter Entfernung immer unterstützt, wenn wir irgendwas haben, ja, was nicht hier vor Ort geregelt werden kann oder so, wird uns da nochmal kräftig geholfen. Deswegen auch dahin nochmal vielen Dank zurück in die alte Heimat. Was uns natürlich halt auch am Herzen liegt, sind unsere Freunde. Die haben uns in sehr, sehr vielen Lebenslagen auch geholfen. Auch, dass sie uns nicht im Stich gelassen haben, wo wir so viel Arbeit hatten, wo wir keine Zeit hatten, uns mit denen zu treffen oder die mal einzuladen. Ist ja gerade bis Mai oder was ging die Bauzeit. Da waren wir richtig involviert. Seitdem geht es ja so langsam, dass wir uns schon öfters mal treffen und dass wir halt auch mal private Sachen mal wieder so nach und nach mehr machen. Und da sind wir auch wirklich sehr dankbar, dass sie alle noch zu uns halten. Ja, und dann halt die ganzen Menschen, ob Fernheim oder Menno oder was alles, die uns in verschiedensten Lebenslagen geholfen haben, unterstützt haben. Bei was weiß ich für Fragen, die wir hatten, bei Sachen, die wir brauchten, also egal was, die uns einfach so mal geholfen haben. Aber was ich wie die Frieda, die uns aber so ein Gläschen Salat gibt oder sowas. Also sind wir wirklich sehr, sehr dankbar. Und Frieda, nicht aufhören, deine Sachen sind zu lecker. Ja, naja, deswegen muss man jetzt gerade ein bisschen abnehmen. Na, aber wir sind echt so dankbar für das alles, das kann man gar nicht in Worte fassen. Auch haben wir uns gefreut über die ganzen Baustellenbesucher, die wir hatten. Also teilweise kamen täglich mehrfach Leute hier zu unserer Baustelle gefahren, die gesagt haben, hey, wir haben euch bei YouTube gesehen, wir wollten einfach mal gucken, wie es hier in echt aussieht. Und da haben wir wirklich sehr viele nette Leute kennengelernt. Und sogar gestern noch, ne? Drei Besucher hatten wir. Oh, gestern haben wir uns ganz besonders gefreut, ja, weil ein guter Freund von uns, der sehr schwer erkrankt ist, der stand auf einmal bei uns vor der Tür, sah wieder echt gut aus und deswegen schöne Grüße und gute Besserung weiterhin, lieber Arthur. Da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass du und der Edwin gestern bei uns vor der Tür gestanden haben.
Da hätten wir nicht mitgerechnet, ja. Also wir freuen uns immer, ja, wenn wir Zeit haben, klar, dann quatschen wir auch gerne und sowas alles. Und im Moment ist es ja auch recht entspannt. Ja. In der Bauphase war es manchmal schon echt schwer, weil wirklich so viele kamen, aber trotzdem haben wir uns drüber gefreut und sind dankbar, dass da so ein Interesse überhaupt bestand, ja. Natürlich in dem Zusammenhang sind wir natürlich auch unseren Arbeitern total dankbar, dass die so durchgezogen haben mit uns. Also Die haben länger gemacht, ja. Ohne zu murren, freiwillig im Endeffekt. Ja, die sind länger geblieben. Die haben samstags gearbeitet, obwohl sie das normalerweise auch nicht in der Regel nicht machen. Haben dann gesehen, okay, die wollen fertig werden oder müssen fertig werden. Die müssen da rein, die müssen da wohnen. Dann haben die gesagt, oh, wir kommen samstags und ja, super. Und weißt du, bei dem Beton? Bei über 40 Grad sind die 2 oder 3 Stunden länger geblieben. Ja, die haben früher angefangen mit, wo der Beton kam, mit dem Betonmischer. Ja, Video können wir verlinken oder einblenden. Sarah hat das immer nicht so gerne, wenn ich irgendwas einblende. Aber bei dem Beton, wo der mit dem Betonmischer kam, da hat man ja keine Chance, da kann man ja nicht aufhören, das muss gemacht werden. Und da sind die wirklich 1-2 Stunden früher gekommen, die sind ein paar Stunden länger gekommen, ja, und dann haben wir noch Bier getrunken danach und so. Wirklich super, die Arbeiter waren top. Oder Vidal bei der Rampe auch noch länger geblieben. Bei der Rampe. Die dachten, die wären weg und dann saß er da draußen. Genau, sagt nichts. Er sagte gar nichts, der ist einfach da geblieben, wir haben da gar nicht mitgekriegt. Naja, dann, wo wir es gemerkt haben, haben wir uns ein paar Bier getrunken, dann fuhr danach, am Ende der Rampe war dann auch schon ein recht lustiger Pegel. Aber der musste noch da bleiben oder wollte noch da bleiben, um die Rampe dann schön die Oberfläche noch zu bearbeiten, wenn der Zementbeton ein bisschen angezogen ist. Also wirklich. Die Arbeiter super, da sind wir sehr dankbar drum und das auch glücklich, dass wir da so gute Arbeiter hatten. Auch die ganzen Verkäufer und Baustoffhändler und was da alles noch mit dranhängt. Super Zusammenarbeit, da können wir auch echt nichts Schlechtes drüber sagen. Das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank auch an die ganzen Firmen, die mit uns zusammengearbeitet haben. Ja. Und in Zukunft, wenn wir ja nochmal unser nächstes Haus bauen, auch noch zusammenarbeiten werden, hoffentlich. Ja, was ist dieses Jahr passiert? Wir wollen halt heute immer für euch so einen groben Zusammenschnitt machen, was alles bei uns passiert ist, was wir halt auch am besten, coolsten fanden. Na, am besten und am coolsten fanden wir jetzt den ersten Punkt vielleicht nicht, den Baubeginn quasi, oder heißt der Baubeginn, war ja schon. Das Arbeiten im absoluten Hochsommer im Chaco bei Höchsttemperaturen. Wir haben es überlebt, wir wissen nicht, wie wir das geschafft haben, es war echt anstrengend. Aber das, ja, wir haben es halt geschafft. Wir haben unsere Häuser fertiggestellt, beide. Das ist ein Mega-Highlight geworden, die ersten selbstgebauten Häuser. Leider haben wir es mit dem Panelhaus nicht ganz alleine geschafft, da brauchten wir die Jungs dann auch nochmal. Ich hätte es gerne wirklich nur mit Martin gemacht, dass man sagen kann, boah, wir beide haben das gemacht, aber ja, manchmal muss man sich eingestehen, dass man Hilfe braucht. Auch die Decke hätten wir alleine nicht hingekriegt. Aber wir sind wirklich heilfroh, dass wir diesen Schritt gegangen sind, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Es ist noch nicht perfekt, da sind wir dran, aber es ist schon mega geworden, ehrlich. Wir konnten hier halt auch sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln. Wir haben ja in Deutschland Häuser restauriert, also halt bis zum Stein eigentlich alles rausgerissen und neu gemacht. Kernsaniert. Ja, kernsaniert und hier ist es halt was ganz anderes. Auch das Bauen hier ist anders. Wir sind auch froh, dass wir sehr viel von den Paraguayern übernommen haben, von der Bauweise. Sei es halt das externe Dach, was ist, oder mit der Klimaanlage, die braucht man in Deutschland nicht unbedingt, vielleicht im Büro. Also wir haben hier sehr viel angenommen und auch sehr viele gute Ratschläge halt. Ja, das Hausbauen war definitiv eine schöne Erfahrung, wie Sarah ja schon sagte. Wir haben nur kernsaniert in Deutschland, kernsaniert in Anführungsstrichen in Deutschland. Was wir jetzt festgestellt haben, wenn man neu baut, Neubauen ist viel, viel einfacher als Kernsanieren. Und sauberer. Sauberer, ja. Also ich kann auch ein paar Fotos einblenden von unseren Baustellen in Deutschland. Ja, alles rausreißen, erstmal den alten Putz. Oh, der Putz war das Schlimmste. Das war eigentlich das Schlimmste, den alten Putz rausreißen. Ja gut, die heftigste Sache, was ich gemacht habe, war den Keller tiefer legen. Das ist Arbeit zum Glück für Leute, die wirklich Vater und Mutter erschlagen haben. Hölle. Ich hatte noch das Problem von drückendem Grundwasser. Ja, also was wir jetzt hier im Chaco zu wenig haben, das Wasser hatten wir in Gelsenkirchen viel zu viel. Unmengen. Also wenn die Pumpe nicht lief, war der Keller am anderen Tag mehr oder weniger voll. Also da hat
ungefähr 24 Stunden, 48 Stunden gedauert. Da hätte das Wasser im Keller bis zur Brust gestanden. So, aber ich schweife schon wieder ab. Nee, unsere Erfahrungen hier im Bau, die haben uns sehr gut getan. Also wir haben viel gelernt. Klar, die ersten beiden Häuser sind jetzt nicht perfekt geworden. Da sind einige Sachen, wo wir gesagt haben, gut, beim dritten Haus werden wir das jetzt definitiv nochmal anders machen. Gut, dass wir nichts einmal machen, ne? Das genau. Sag ich immer. Aber im Großen und Ganzen sind die Häuser gut geworden. Ja, die, sag ich mal, haben einen sehr hohen Standard hier in Paraguay. Gut, kann man jetzt vielleicht mit deutscher Bauweise nicht vergleichen. Nein. Aber für paraguayische Bauweise sind die Häuser, glaube ich, gut. Die werden auch lange halten, gehen wir mal stark von aus. Und ja, dahingehend haben wir dann hier viel gelernt, hat uns auch Spaß gemacht, das Ganze bauen, auch wenn es hart war. Ja, also bei der Hitze, wie Sarah ja schon sagte, wir hatten ja teilweise 43, 44 Grad, die Sonne knallte, wir hatten kein Dach am Anfang, hier steht kein Baum auf dem Baugrundstück, hier war früher mal eine Weide, das jetzt eingeteilt wurde in so ein Neubaugebiet halt, und da hatten wir kein Schatten und haben dann von unseren Arbeitern auch gelernt, dass man sich stark vermummen muss. Teilweise haben wir nur noch die Augen bei uns rausgeguckt. Das ging ja gar nicht anders. Ging ja gar nicht anders, weil das hat so gebrannt, die Sonne, die hat so viel Kraft. Ja. Viel trinken, definitiv. Ja, das ist halt jetzt auch das Geheimnis. Ich meine, wir haben es schon ein paar Mal erklärt, aber deswegen sind wir immer so vermummt bei über 40 Grad im Schatten. Ja, ja, viele glauben das hier nicht. Ja, auch gerade so Besucher jetzt zum Beispiel aus Ostparaguay, ne? Die denken, ja, da unten ist die Sonne ja auch stark, aber hier hat die nochmal eine ganz andere Kraft. Ja, also viele, die uns hier besuchen kommen im Chaco, die sagen, oh Hölle, das ist heiß. Und aber trockene Luft ist auch. Gut, es ist eine trockene Hitze. Also ich vertrage die Hitze hier sehr gut, Sarah auch. Wir kommen hier gut zurecht, aber für Leute, die keine Hitze mögen, ist das natürlich kein Lebensraum hier. Deswegen kommen wahrscheinlich auch ein paar weniger. Ja. Aber wir hatten auch Freunde hier, die haben gesagt, boah, wie könnt ihr hier bei der Glut nur leben? Wir mögen es. Aber wir mögen es. Die Hitze gefällt uns. Ja, die war aber, klar, bei der Baustelle war die heftig. Ja, das war kaum. Also wir haben auch gesagt, wenn wir nochmal bauen, nicht nochmal in dieser Stadt. Nein. Zusätzlich kommt dazu, dass zu der Jahreszeit ja nicht nur heiß ist, sondern auch Regenzeit hier bei uns im Chaco ist. Das heißt, wie man ja auch auf den ganzen Videos sehen kann, hat ordentlich oft geregnet, dann hat man hier eine Schlammschlacht gehabt, konnte mit dem Auto nicht immer so fahren, wie man möchte. Deswegen, nächstes Jahr werden wir im Winter hier bauen, das heißt, es ist ein bisschen kühler und es regnet in der Regel nicht und da können wir dann, denke ich mal, viel, viel besser bauen, aber halt wie jetzt mit dem dritten Haus sind wir ja viel flexibler. Ja. Ja, zum Glück. Kein Zeitdruck. Genau. Wasser war natürlich auf der Baustelle auch immer ein Thema. Wir haben hier ein Aquädukt eigentlich, was theoretisch Wasser vom Fluss bis hier hinbringen soll. Hat zum Glück in unserer Bauphase hat das auch noch echt oft funktioniert, dass ich da immer oder wir immer wieder 1000 Liter Wasser kaufen konnten. Mittlerweile funktioniert das kaum noch. Also ganz selten, dass da LKWs stehen und Wasser geholt werden kann. Besonders interessant war für uns auch die Bauweise hier mit der Zisterne für die Wasserversorgung, dass wir hier unser Regenwasser sammeln und dadurch halt übers Jahr, auch über die Trockenzeit dann mit Wasser versorgt sind. Das fanden wir sehr interessant. Dann war interessant für uns aus Schaumplatten ein Haus zu bauen. Ich habe von der Arbeit her, unsere Halle wurde damals erweitert und da wurde auch mit diesen Schaumplatten, Sandwichplatten, wie auch immer man die nennt, wurde da die Halle erweitert und da fand ich das eigentlich schon ganz gut, dieses System. Ja, und weil wir gedacht haben, das geht schnell, haben wir deswegen auch dieses Schaumplattenhaus gebaut. Hat auch schnell geklappt. Wie Sarah schon sagte, haben wir leider nicht ganz alleine gebaut, auch aus Zeitgründen und weil die Dachplatten dann doch auch ein bisschen schwerer sind als gedacht, braucht man dann doch schon ein paar mehr Leute, um die nicht zu verkratzen und so weiter. Ja, so ist dann unser Panelhaus entstanden und ja, weil wir am Ende nicht wussten, was wir damit machen sollen und weil aber auch viele Leute uns angeschrieben haben und haben gesagt, hör mal, vermietet ihr das nicht? Haben wir uns dann entschieden, da zum Ferienhaus zu machen. Ja, und nach Fertigstellung vom Panelhaus sind wir dann auch dort eingezogen. Juhu, also mal so im Panelhaus wohnen, das war schon eine Erfahrung wert, ne? Ja. Wir haben jetzt fünf Monate darin gewohnt. Wir haben ja auch ein Fazitvideo gemacht, kann man sich auch angucken. Da wollen wir euch jetzt gar nicht mit langweilen. Jetzt nicht genau mit eingehen. Du quatschst schon genug. Ich quatsch schon genug. Nein, sag. Interessant war ja, wir sind da eingezogen, die Stromversorgung war noch nicht fertig, das war nur ein Verlängerungskabel im Endeffekt,
was wir von der provisorischen Steckdose an unserem Einspeisungsmaster abgeholt haben. Wasserversorgung war nicht fertig, das heißt. Stimmt. Das heißt, wie haben wir uns mit Wasser versorgt? Aus der Zisterne, mit dem Eimer geholt. Genau. Die Dusche ging ja, also der Abfluss ging. Der Abfluss ging ja, aber da kam kein Wasser aus der Dusche. Aber uns, was man auch Gott sei Dank sagen muss, wir konnten den Eimer Wasser in die Klospülung kippen und dann abziehen. Also das ging auch. Genau, die Klospülung mussten wir per Hand mit einem Eimer Wasser befüllen. Wir mussten mit einem Eimer Wasser duschen. Klar, wir konnten halt den Abfluss von der Dusche nutzen, das war schon mal super. Aber man muss sagen, das hat super funktioniert. Also war zur Not hätten wir uns eine Outdoor-Dusche gebaut, also das wäre jetzt auch nicht so. Hätte auch geklappt. Klimaanlage war zuerst auch noch keine drin, die habe ich ja erst eingebaut, wo Sarah dann sagte, ey, jetzt wird es aber wirklich warm hier im Haus. Ne? Ja, da musstest du, glaube ich, abends haben wir es gemerkt oder morgens, ne? Da musstest du innerhalb von einem Tag, musst du die da sein. Also solange das nachts kühl wird, solange das nachts runter irgendwo auf 20, 25 Grad geht, ist das in Ordnung. Da kann man im Panelhaus die Fenster offen lassen, dann kommt kühle Luft rein und über dem Tag bleibt es dann auch kühl, weil das Panelhaus wirklich super isoliert. Aber wenn es dann nachts 30, 35 Grad noch sind und man durch die Nacht keine Abkühlung mehr bekommt oder es kommt, ist absolut kein Wind und es kommt keine kühle Luft ins Haus, na dann braucht man die Klimaanlage. Und die Zeit kam dann und da habe ich dann schnell die Klimaanlage angeschlossen. Und dann, ja, noch 5 Monate und dann konnten wir hier schon einziehen. Genau, und ungefähr 5 Monate später war dann auch hier alles fertig. Und jetzt wohnen wir ja auch schon mehr ein paar Monate. Wir sind dann mit den Videos immer noch im Rückstand. Ja, und weil viele uns schon vorher angeschrieben haben, was ist mit dem Panelhaus und können wir das nicht mieten und hin und her, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir dann ein Ferienhaus draus. Da haben wir ja auch nochmal ein spezielles Video, wo wir ein bisschen erzählen, wie das da abläuft dann mit Ferienhaus, falls ihr Urlaub bei uns machen wollt. Gerne das Video gucken. Also mein Plan war es eigentlich immer, Ferienhäuser zu haben. Ich habe halt auch schon vor dem Urlaub, glaube ich, 2006, habe ich mir schon einen Plan gemacht, wie das Grundstück alles aussehen soll. Und ja, gut, da kam halt hier die erschwerten Bedingungen mit dem Grundstückskauf. Halt, was man hier kaufen darf und was nicht, Pacht und all sowas. Da hat halt alles ein bisschen über den Haufen geworfen, deswegen ist das halt jetzt kleiner geworden. Ja, kleiner und halt eigentlich war das ja für die Familie gedacht, das Haus. Ja, eigentlich war das ganz anders. Aber, also wir sind sehr zufrieden und die paar Leute, die jetzt bei uns waren, bisher auch, ne? Ja, bisher waren, glaube ich, alle recht zufrieden, ja. Und das freut mich besonders. Genau, das freut einen besonders. Wenn die Leute zufrieden sind, das ist... Wenn man nette Leute kennenlernt, wenn die Leute zufrieden sind. Wir sind ja auch mit denen ein bisschen rumgefahren, haben denen hier ein paar Sachen gezeigt. Zu den Lagunen, zu Flor de Chaco, zu Lluvia de Oro. Also da gibt es die verschiedensten Ausflugsziele, die man hier anfahren kann. Könnt ihr alles im Endeffekt alleine machen, aber klar, gerne auch kommen wir mit. Ja, müssen wir natürlich ein bisschen dafür berechnen, weil wir haben unsere Zeit ja auch nicht im Lotto gewonnen. Aber ich denke mal, da wird man sich dann schon einig werden. Jo. Und da kann man schöne Sachen hier erleben im Chaco. Wenn man auch hier nicht wohnen möchte, müssen wir eigentlich immer dazu sagen, ein Urlaub im Chaco lohnt sich auf jeden Fall, weil das ist eine einzigartige Natur hier, eine ganz besondere Natur aufgrund der Hitze, dieser Trockensavanne, diesem Busch. Ja, ist halt, und ne? Ist halt eine schöne Sache. Ja. Von jeder, der sich für Paraguay interessiert, so, also wir haben eine komplette, ziemlich komplette Rundreise gemacht. Und das finde ich halt auch wichtig, weil wir haben schon ein, zwei Orte auch gehabt, wo es dann uns vielleicht hingezogen hätte, aber wären wir jetzt nicht im Chaco gewesen, wären wir jetzt ins Ostparaguay. Ne? Ja. Gut, dass du halt gesagt hast, lass mal in den Chaco. Ich wollte den unbedingt sehen, diese Wildnis und alles, das ist genau das Beste, was uns passiert ist. Genau. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Obwohl Ostparaguay auch echt schön ist, aber halt, mir ist es so kalter. Aber wir freuen uns immer wieder, wenn wir mal den Rest von Paraguay dann bereisen können. Aber dafür, da kommt ja der Ausblick auf nächstes Jahr. Ich will nicht wieder vorgreifen. Genau. Ja, aber als wir halt noch im Ferienhaus gewohnt haben, irgendwann abends, ich habe draußen Licht alles gemacht, und dann miaute das. Ich denke, ja gut, das wird irgendwo so eine Katze hinterm Zaun sein, weil wir hatten ja den Zaun schon. Und gut, dass wir so ein Glas in der Tür haben, da konnte ich rausgucken, dann saß dann ein kleiner Kater. Ja, irgendwie, das war, ich glaube, an einem Morgen, dann sind wir schlafen, weil ich habe gedacht, gut, der haut eh wieder. An einem Tag morgen miaute das wieder, saß der immer noch vor der Tür. Keine Ahnung, ob der sich bewegt hat.
Mit Martin schon, ne? Der harte Kerl. Ja, dann muss ich mal Futter kaufen. Ich war ja einkaufen, da habe ich gedacht, bringe ich mal Futter mit. Der hat ja Hunger, der kleine Kerl. Ja, tut immer so hart, ne? Ich weiß ja, wie Hunger ist. Ja, ich habe ja selber immer Hunger. Da kann man den armen Kater doch nicht verhungern lassen. Also was man sagen muss, wir haben ihn nicht festgehalten. Hier war das Tor war die ganze Zeit auf. Ich habe so ein, zwei Mal versucht, den auf die Straße zu setzen, aber der wollte immer wieder zurück. Der kam immer wieder zurück. Auch die Arbeiter haben den ja gut angenommen. Ja, der war dann auch viel bei den Arbeitern. Ja, die haben gerade dann auch eine Pause, ne? In der Pause dann immer ein bisschen Brot dahingeschmissen und so, ja. Martin hat den Fritz dann halt auch adoptiert und ihn in Angel. Ich glaube, bei mir hätte jetzt kein Kater Fritz gehießen, aber gut. Im Endeffekt ist das echt ein cooler Name. Und der war halt auch, oder der ist auch sehr cool. Das war wie so ein Hund, ne? Wir sind abgehauen, da kam der zum Tor. Wir kamen nach Hause, da saß der am Tor. Wenn wir gearbeitet haben, der war immer im Weg, ne? Beim Fliesen, das. Ja, beim Fliesenlegen war. Geil. Ja. Aber selbst beim Streichen, der war an der Wand, der hat Farbe gehabt, beim Verputzen, beim Fliesenkleben, der hat immer irgendwas von dem, was wir gemacht haben, am Fell gehabt. Ja, weil er einfach nicht weggehen wollte. Nein. Und so süß. Er war süß, ja. Ja, dann haben wir, also nachdem halt, das war schon echt cool mit dem Fritz. Und dann waren wir mit Freunden essen und irgendwie sagt unsere Freundin so, ja, aber was ist denn mit der Nala? Könnt ihr die nicht zurückholen? Ja, ne? Wir hatten ja jetzt unser eingezäuntes Grundstück. Wir haben auch immer wieder gesagt, boah, wäre das schön, wenn die Nala jetzt da wäre. Da war echt traurig eigentlich. Und dann sagt halt unsere Freundin, ja, ne, könnt ihr den nicht zurückholen? Ich habe gesagt, nee, den können wir ja von dem anderen Hund da nicht, wir können sie ja von dem anderen Hund nicht wegholen. Das ist ja, wir waren, ne, das macht man nicht. Also weiß ich nicht. Das hatte sich halt alles dann über die Monate geändert. Und dann kriegen wir abends die Nachricht. Dass genau noch an dem Abend, wo wir wirklich drüber gesprochen hatten, kam die Nachricht. Und das war halt für mich so mit die schönste Nachricht hier im Park, weil ich wollte die Nala definitiv nicht abgeben. Das war die schwerste Entscheidung. Und dann sind wir auch, wir haben erst gedacht, es hieß ja, wir haben noch ein bisschen Zeit und das ist jetzt nicht eilig. Ja. Ja, aber ja, gut, dann mach mal, ich glaube, wir wollten noch Fliesen hier legen oder irgendwas. Ja, wir wollten noch ein bisschen mal fertig machen, ja. Und dann abholen, aber irgendwie konnte ich dann doch nicht so lange warten. Und dann sind wir nach Ostparaguay gefahren und haben die Nala abgeholt. Ja gut, dann war Nala da, alles toll. Ja, dann kam leider auch der Tiefschlag. Wir haben Nala und Fritz versucht, aneinander zu gewöhnen. Nala ist sehr wild, sehr, sehr wild. Oder kann sehr wild sein. Hat leider nicht so geklappt. Also der Fritz, der hat wochenlang, ne, auf dem Haus gewohnt, auf dem Paneelhaus. Ja, erstmal hat er ja hier in dem Haus gewohnt. Genau, stimmt. So, wir hatten zwar immer das Fenster vom Badezimmer, hatten wir immer offen, dass er rein und raus kann. Eine Treppe hat er gehabt. Genau, da war ja hier noch Baustelle und dann konnte er hier halt rein und raus und saß aber meistens dann schon hier in der Wohnung, weil draußen hat ja die böse Nala auf ihm gelauert, ja. Ja, böse ist halt einfach nur gemeint, weil sie will spielen und sie will wild spielen. Manchmal sieht es auch nach Fressen aus. Ja, also das. Wir haben es zwar nicht ausprobiert, wir wollen es auch nicht ausprobieren. Genau, dann, wir wollten dem Fritz sein Leben nicht riskieren. Nein. Und dafür ist er zu lieb. Genau, und naja, nachher hat der Fritz dann viel auf dem Dach vom Paneelhaus gelebt und wir haben dann die Nala angebunden, damit er überhaupt mal ein bisschen freilaufen kann. Ja, oder er hat unter der Motorhaube gelebt vom Auto und das war einfach kein Leben für den Fritz. Dann kam der kleine Fritz zum Vorschein quasi, ne, der dann schon so zu Nala so ne gemacht hat und anfing dann so schon sie zu provozieren. Ne, er hat sich dann so einen Meter von der Nalas Leine hingesetzt und saß da. Und sie ist halt durchgedreht. Ne, also das war Stress für beide Tiere im Endeffekt. Die ganze Zeit waren beide Tiere irgendwie unter Stress. Ja. Und da waren wir froh, dass unsere Freunde dann den Fritz adoptiert haben. Die fanden den auch schon immer super. Und die haben den dann adoptiert. Der war ja vorher schon adoptiert quasi, ne, ohne dass sie es wussten. Also die waren auch fast jeden Tag hier. Und der hat es da so gut. Genau, der hat es da jetzt super. Ja. Der kriegt jetzt wahrscheinlich auch noch einen Spielkameraden dazu, aber das ist ja auch eine andere Geschichte. Genau, wir sehen den Fritz ja dann auch noch öfter mal. Ja. Und dem geht's, man dann immer klar, genau, dem geht's gut. Und naja, Katzen auf unserem Grundstück mit Nala und mit dem anderen, wo ich jetzt nicht vorgreifen möchte, funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Nee, wo du jetzt mal im anderen bist quasi. Nala war halt immer so, sie wollte immer viel spielen. Halt, ne? Sie war ja auch noch recht jung, wo wir sie abgeben mussten. Und dann jetzt war zwar älter, aber
immer noch so wild, dass ich spielen wollte. Und hier gehen halt viel, relativ viele Straßenhunde. Aber das Straßenhunde, die gehören ja jemandem immer. Ja, aber freilaufende Hunde. Freilaufende Hunde, genau. Ja, und nachts, ne, da saß du so nach dem Motto, ne, 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 du bist im Käfig. Und sind sie schön an unserem Grundstück vorbeigelaufen. Und die Nadel hat nur gejault, weil sie wollte dahin und wollte spielen. Und irgendwann konnte ich mir das nicht mehr angucken. Und dann, wir haben uns dazu entschieden, den Simba zu holen. Wir haben aber diesmal halt auch darauf geachtet, dass ein Hund ist, der hitzebeständig ist, genau, der Hitze gut ab kann. Und da kamen ein paar Rassen halt in Frage, aber im Endeffekt haben wir uns für einen Rhodesian Ridgeback entschieden, weil der halt, der soll ein Familienhund sein, leicht erziehbar. Da kamen auch halt noch ein paar andere Sorten, aber die waren dann teilweise auch schwer erziehbar. Und das wollten wir dann jetzt nicht, weil nicht, dass da irgendwas passiert. Und so kam der Simba dann zu uns. Genau, jetzt haben wir einen Rhodesian Ridgeback. Ja, und die beiden, die sind sowas von ein Herz und eine Seele. Ja, wo wir den abgeholt haben und hier mit ihm ankamen, da wussten wir ja nicht. Nala reagiert sehr aggressiv eigentlich auf kleine Hunde. So, jetzt hatten wir natürlich die winzigen Welpen hier und da habe ich noch gesagt, naja, nicht, dass das jetzt ein teures Frühstück für die Nala wird. Sah auch erst wirklich böse aus. Also die Nala war ja wirklich Kamm gehabt, war am Knurren, dann wollte hochspringen, wollte Zähne gefletscht aus. Naja, dann haben wir gesagt, komm, alles riskieren. Haben wir den auf den Boden gesetzt. Nala, er hat sie festgehalten. Ja, ich hatte sie ein bisschen festgehalten. Dann langsam losgelassen. Dann ist sie zu ihm hin, hat geschnuppert, hat dann wahrscheinlich erkannt, ist ein Welpe oder was auch immer. In dem Moment ist der Schalter bei ihr im Kopf dann irgendwo umgesprungen auf Mutter sein und dann... Dann durfte den keiner mehr hochheben. Genau, dann war sie Mutter von jetzt auf gleich und wollte keinen mehr an ihn ranlassen. Ja. Also selbst heute haben wir noch Schwierigkeiten, wenn wir den Kleinen mal das Monster hochheben wollen, nur hochheben. Weil dann kommt Nala und springt, also jetzt zum Beispiel, wenn ich ihn hochheben möchte, kommt sie und springt mich an. Naja, die will halt immer nicht, dass man ihr ihn wegnimmt. Ja. Ungefähr Mitte des Jahres fand dann auch die zweite Chaco-Reise statt. Sarah ist wieder nicht mitgekommen, weil ging halt wieder raus und draußen schlafen. Und das ist halt alles nicht so für sie. War ursprünglich anders geplant. Erst sollte das auch eine Reise mit Frauen werden. Ist dann doch eine Männerreise geworden. Schade für Sarah, aber das holen wir dann nächstes Jahr nach. Er muss immer die Unterkünfte austesten. Ja, genau. Mit dabei war auch ein Freund von uns aus Deutschland. Der war für knapp 3 Wochen hier bei uns. Den haben wir hier damals schon in Paraguay mal kennengelernt. Und der schrieb uns dann an, wird gerne mal auch den Chaco besuchen. Und dann hat sich das gerade ergeben, dass die Reise geplant war. Und hat gepasst, dass er auch noch mitfahren konnte. Das war für ihn, glaube ich, auch ein sehr großes Abenteuer. Er wollte auch unbedingt selber fahren, hat er auch gemacht und hat sich da gut bewährt hier auf den schlechten Straßen. Ja, aber dazu wird dann demnächst auch noch ein Video kommen. Dann haben wir noch so ein paar Zwangsurlaube quasi gehabt, wo wir halt wegen Nala in Ostparaguay waren. Ich weiß gar nicht, ob die Palette haben wir abgeholt. Genau. Das erste Mal. Das sind also, ich sag mal, halt wie viel Zwangsurlaube, was jetzt außer Plan war. Was wir dann halt mit Urlaub verbunden haben, weil wenn wir in Ostparaguay sind, dann sollte man da ein bisschen was sehen. Ja, da waren wir dann auch unter anderem bei ganz lieben Freunden untergekommen, bei Barbara und Christian von der Oase für Individualreisen in Aregua. Schöne Grüße an Barbara und Christian. Ja. Wir kommen bald wieder. Genau, und halt bei Freunden noch bei Dennis und Annika, da durften wir dann halt auch noch leider nur zwei Nächte schlafen. Zeitlich nicht anders gepasst, wir hatten ja noch Baustelle nebenbei. Ja, also der Dennis hat versucht, uns so viel wie möglich in so wenig wie mögliche Zeit reinzupacken. Er hat uns ganz schön Dampf gemacht, ja. Aber war auch, musste ja so sein, ja, und hat auch Spaß gemacht. Und deswegen konnten wir Salto Cristal und den Berg Cerro Hu beides gleichzeitig an einem sehen. Tag, Tag das. So. Mit abends noch Pizza essen gehen, ja. Ja, und bei Barbara und Christian sind wir auch mal Pizza essen, ne? Da sind wir auch mal Pizza essen, ja, genau. Ich hoffe dieses Jahr auch nochmal. Da werden wir dieses Jahr sicherlich, wahrscheinlich sogar noch zweimal Pizza essen gehen. Dieses Jahr nicht. Ah ja, dieses Jahr nicht. Wir können morgens, mittags, abends Pizza, das ist auch egal. Sarah kann immer Pizza essen. Als nächstes stand dann der Tag der Freundschaft an. Paraguay hat ja für alles Mögliche so seine Tage. Tag des Sparens, Tag des Kindes, Tag der Mutter, Tag des Vaters, alles Mögliche. Und da gibt es natürlich auch den Tag der Freundschaft. Und da macht unser Freund Niki traditionell mit seiner Firma Alenia Chakenia und vielen anderen Helfern
immer so ein Essen für Freunde. Und dieses Jahr ist es besonders groß ausgefallen. Wir haben da für die Polizei, Feuerwehr und Krankenhauspersonal, Krankenschwestern, ja, Ärzte, Pfleger, in erster Linie dieses Essen ausgerichtet. Die konnten alle umsonst halt da teilnehmen. Des Weiteren konnte jeder andere, der da möchte, teilnehmen, hätte sich vorher nur anmelden müssen, damit man ein bisschen planen kann. Und ja, wir haben ein ganzes Rind gegrillt. Das war natürlich für mich auch ein Highlight. Sieht man nicht alle Tage. Und wer da Interesse hat, wir haben da ein Video drüber über den Tag der Freundschaft, kann gerne sich das Video da angucken. 24 Stunden, ne? Nee, über 30 Stunden. Über 30, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber wir haben über 30 Stunden haben wir das Rind da über Feuer, offenem Feuer gegart. Genau. Und Sarah konnte leider an dem Tag nicht mitmachen. Sie war ein bisschen kränklich zu Hause und ja, da war ich leider nur alleine dabei. Schade. Aber ich wollte nur dazu sagen, wir machen Werbung aus Überzeugung, weil der Niki kocht echt super. Genau. Der also, Niki macht echt gutes Essen. Ich bin jetzt echt nicht so viel dafür, für andere Werbung zu machen, aber das ist halt einfach... Genau, müssen wir einfach mal für unseren Freund auch mal Werbung machen. Ja. Kommen wir zur Gartengestaltung. Das ist Sarahs Thema. Ja, ich habe mittlerweile halt angefangen, wo wir jetzt so mit dem Größten eigentlich hier durchfahren und die Sachen, die ich nicht mehr machen konnte, habe ich mich halt an den Garten begeben. Habe versucht, hier schon mal so eine Art Terrasse anzulegen. Habe da jetzt mittlerweile Pflanzen, Kakteen eingepflanzt, hier Königin der Nacht. Da war sogar schon eine Pflanze dran, das ist die, in Deutschland kennt man unter Drachenfrucht, diese pinken Früchte. Wenn man die aufschneidet, sieht das drin aus wie Stracciatella-Eis. Die wachsen hier halt wild, die haben wir dann von unserem anderen Grundstück gemopst, also von uns geklaut quasi. Genau. Dann habe ich jetzt schon angefangen, eine Hecke zu pflanzen, Rasen haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Was habe ich denn? Ach genau, ein Wassermelonenbeet habe ich angelegt, ich glaube mit der Beetanlegung haben wir auch mal in so einem Schrotzvideo gehabt. Ja. Chilis haben wir mittlerweile schon echt viele. Also ich habe, ne, die waren erst so klein, jetzt mittlerweile sind das ganze Büsche schon geworden. Was haben wir denn noch? Ja, Paprika, die kommt ja nicht so. Die Momonen, die, wie heißt die auf Deutsch? Papaya. Genau, Papaya. Haben jetzt nicht ganz so viele überlebt, also es ist viel wieder... Süßkartoffeln. Jetzt, ja, sehr viel wieder verbrannt leider, weil die Sonne halt so eine Kraft hat. Was hat denn noch überlebt? Ja, Pflanzen, ganz, ganz viele Pflanzen von der Barbara. Und Kartoffeln, nee, die Kartoffeln haben es auch nicht überlebt. Kartoffeln sehen nicht so gut aus. Die Süßkartoffeln, die wachsen. Ja, dann halt die Mini-Melonen, die für den Chaco, weil das heißt, die sind für den Chaco bekannt, die sind hier im Chaco bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Rest Paraguays auch so ist. Ich habe keine Ahnung von Obst und Gemüse. Aber die sind echt süß und sehr lecker. Schmecken tun die ja, auf jeden Fall. Mikro-Wassermelonen. Ich war mal mit jemandem im Supermercado und der hat diese Melonen da in der Auslage angefasst und dann können die auch explodieren. Ich hätte es nicht geglaubt, aber wir waren von oben bis unten voll mit der Melone. Ja, also jedes Mal, wenn wir jetzt in Loma Plata an der Theke da vorbeigehen, wo die kleinen Melonen liegen, muss ich an die Szene denken. Schade, dass da keine Kamera gelaufen hat. Liebe Grüße, Dennis. Dennis, ich wollte dich nicht nennen, wie war's? Aber lustig. Also im Zuge dessen mit der ganzen Pflanzerei hier wollte ich mich auch nochmal bei allen Pflanzenspendern quasi bedanken. Am allermeisten, oder was heißt am allermeisten, am aller dankbarsten bin ich der Barbara. Ich wollte eigentlich nur so 2-3 Ableger haben, die hat uns dann das ganze Auto voll geballert, sag ich mir jetzt übertrieben. Also die ganze Ladefläche war komplett voll mit Pflanzen. Ich habe hier, glaube ich, 2 oder 3 Tage habe ich die hier eingepflanzt. Ja, hat leider auch nicht alles überlebt, aber das war uns vorher auch schon klar, weil wir zwischendurch noch ein paar Tage unterwegs waren. Ja, dann ganz natürlich der Frieda, der ich auch super, super, super dankbar bin. Von der Anita haben wir auch schon mehrere Dornkronen gekriegt. Vom Stefan haben wir Aloe Vera und da war noch was. Ich weiß, mit den Pflanzen, da achte ich auch nicht so drauf. Ja, ich habe schon so viele Pflanzen, die aber auch halt an Stefan und Christiane ganz lieben Dank. Gabi natürlich auch, die gibt mir immer wieder kleine Pflänzchen, große Pflänzchen. Weil die letzten, die waren das deine Geburtstagsgeschenke, die mittlerweile auch schon wuchern. Wo wir bei Geburtstagsgeschenken sind,
ein Teil dieses Jahres war ja auch mein 40. Geburtstag. Jo. Ich wollte den eigentlich groß feiern, aber irgendwie durch unseren ganzen Stress haben wir gesagt, komm, wir feiern gar nicht und so. Und da muss ich mich ganz herzlich bei der Truppe bedanken, die da auf einmal vor der Tür standen, ja, und mit diesem riesen Geschenkkorb da ankam mit der riesen 40. Vielen lieben Dank nochmal für die Überraschungsparty, das hat mich echt gefreut, ja, also da freue ich mich immer noch. Der Gesundheitskorb. Der Gesundheitskorb, ja, mit reichlich flüssigen medizinischen Getränken. Ja. Natürliche medizinische Getränke. Naturmedizin, ja. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, eine Einweihungsparty wollten wir eigentlich auch machen, aber kam auch nicht zu. Vielleicht im nächsten Jahr. Ja. Mal gucken. Beim nächsten Haus vielleicht. Beim nächsten Haus auf jeden Fall. Ja, das war halt echt viel Arbeit und da waren wir meist froh, wenn wir abends den Tag hinter uns hatten. Ja, dann noch eine riesen Party organisieren, weiß ich nicht. Das dauert dann auch schon ein paar Wochen. Ja, ich bin da eh nicht so der Organisator, wird dann alles an Sarah hängen bleiben und das wäre ein bisschen unfair für die arme kleine Sarah. Ja, ansonsten waren halt hier noch ein paar, gut, es sind ja immer noch ein paar Kleinigkeiten, dann waren halt jetzt gerade die letzten Monate viele aufhaltende Kleinigkeiten, wie jetzt halt auch das Dach Schlagregensicher, genau, sag ich doch. Zu machen. Das war halt so ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Weil der Regen, der kann dann hier auch schon mal so kommen und nicht nur von oben. Gut, die Häuser waren ja anders sind anders geplant. Die sind ja quasi beide Häuser nur zur Hälfte fertig. Es ist ja geplant, da noch einen Anbau dran zu setzen. Genau, dann hat man wieder so ein Dach. Genau, und dann hat man ein ganz normales Dach. Also dann würde das jetzt nicht mehr so aussehen, wie unser Haus jetzt aussieht. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ja. Plan ist da, aber wann das. Genau, wann das umgesetzt wird, da steht ja überhaupt in den Sternen. Ja. Ja, man sonst halt da Sachen streichen. Jetzt am Zaun sind wir noch dran. Ja, während Sarah viel draußen arbeitet, habe ich dann viel am Rechner gesessen, habe dann versucht, Videos zu schneiden, habe auch sehr viel Zeit schon an unserer Homepage gearbeitet, die fast so weit ist, dass sie veröffentlicht wird. Fertig wird die nie, weil die soll immer wieder weiter ergänzt werden. Ein Teil soll natürlich sein, klar, unser Ferienhaus, wo dann alle Informationen, die nötig sind, dazu abrufbar sind. Und unsere Videos sind natürlich da drauf. Aber ein Hauptthema sollen auch Ausflugsziele hier in Paraguay und später dann auch ganz Südamerika, Mittelamerika werden. Weil wir selber wissen halt, es ist relativ schwer in Paraguay schöne Ausflugsziele zu finden. Dadurch, dass wir seit 2016 ja schon Urlaube in Paraguay gemacht haben, haben wir schon viele Stellen besucht, haben da auch Material zu, Informationen, Fotos zu und das wollen wir euch einfach zukommen lassen und das soll dann alles auf der Homepage dann bald zu finden sein. Ja, das meiste sind halt so diese typischen diese Touristenattraktionen, aber wirklich sehenswert, das meiste, fast alles eigentlich, ne? Ja, aktuell, klar, gerade im Rest Paraguay sind das halt die ganzen Hauptsachen, die man sich da so anschaut. Aber jetzt hier im Chaco zum Beispiel, dann da gehen wir dann erstmal in die Tiefe, weil wir sind ja hier vor Ort und da können wir hier euch dann... Hier ist alles schon näher als... Für uns ist alles näher, ja. Aber soll halt in Zukunft auch noch wieder in den Rest von Paraguay gehen, weil da gibt es auch schöne Ecken. Genau, das soll dann halt so alles auf der Homepage sein und dadurch wird halt, je nachdem wie wir reisen, die immer weiter wachsen und ja, hoffentlich für euch dann interessant sein. Ja, was halt für mich noch ein großer Punkt war dieses Jahr oder ja, so Ende letzten Jahres, dieses Jahr, deswegen passt das, weil dieses Jahr war mehr als letztes Jahr quasi, ist mein Gesundheitszustand. Da hatte ich ja auch ein Video drüber gemacht und sehr, sehr viel, sehr, sehr gute Resonanz gekriegt, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Weil ich bin eigentlich im Normalfall nicht so die Person, die sagt ja hier dies und das, ne? Aber ich muss auch sagen, seit kurz nachdem ich das Video gedreht habe, habe ich eigentlich fast nichts mehr gehabt. Ich weiß, ich liege jetzt daran, dass mein Körper sich halt hier an die Umgebung gewöhnt hat. Das haben mir schon viele gesagt. Weil wir haben die Ernährung gar nicht so viel umgestellt, ne? Das ist... Ich habe schon immer sehr viel versucht selber zu machen, gerade jetzt die letzten Jahre. Hier sowieso. Wir sind jetzt auch nicht so die Leute, die unbedingt dann immer Schokolade haben müssen. Jetzt, ich habe auch meinen lieberweise gespendeten Lebkuchen hier. Da ist dann jeden Tag so ein, zwei Stücke davon. Aber im Normalfall versuchen wir halt auf alles an Konservierungsstoffe, Farbstoffe und all sowas zu verzichten.
Ich war auch beim Labor Sawatzki. Wir waren halt in Numapata wegen den Bluttesten. Irgendwann hat Martin mich dann mal dahin gekriegt. Ja, leider haben wir uns dann mit dem Arzt vorher unterhalten und er sagte, ja, ist eigentlich nicht nötig, Blut abnehmen zu lassen, weil hier gibt es so dieses Standardtest. Die könnten mir dann wohl sagen, dass ich eine Allergie habe, aber nicht was für eine. Oder ich glaube, was sagt er, wenn können sie überhaupt testen, ob man so auf Pollen, Bäume allergisch ist. Und ich glaube, diese deutschen Standardtests sogar, ne, die hier eigentlich gar nicht greifbar sind. Und der nette Doktor sagt halt, er hat seit 15 Jahren, glaube ich, damit gekämpft. Und er hat mir dann auch irgendwie noch Tabletten verschrieben, die musste ich jetzt auch nicht mal einmal nehmen. Wir haben auch das mit, was war das denn, was wir noch, also wir haben mehrere Sachen ausprobiert, halt auch noch, auch aus euren Vorschlägen alles. Aber toi, 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 ich habe bis jetzt echt noch keinen Rückfall gehabt. Nur zwischendurch halt diese Kraftlosigkeit und Kopf- und Ohrenschmerzen. Aber das halt jetzt ja auch echt stark in Grenzen mittlerweile. Ja, ist zum Glück besser geworden, ja. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich mal zu dem Plan fürs nächste Jahr, oder fällt dir jetzt so irgendwas ein? Also so grob war das, glaube ich, unser Jahr 2022. Die meiste Zeit waren wir nur am Arbeiten. Trotzdem so viel gequatscht wieder. Trotzdem konnten wir so viel erzählen, ja. Nächstes Jahr, gut, wird irgendwann auch wieder eine Baustelle anfangen. Das heißt, da wird auch wahrscheinlich nochmal viel Arbeit sein. Aber wir wollen das irgendwie so hinkriegen, dass wir auch ein paar Reisen machen können. Ja. Haben wir ja dieses Jahr auch geschafft. Also zumindest Ausflüge werden wir auf jeden Fall machen hier in der näheren Gegend. Tagesausflüge oder mal 2-3 Tagesausflüge werden wir definitiv machen und euch dann auch berichten. Ja, unsere Pläne sind halt auch, dass wir jetzt nicht nur aus Spaß und Freude reisen, sondern halt auch, um für unsere Feriengäste den Sachen, also sagen zu können, wo entweder wie sie da hinkommen, was es da gibt, was da aktuell halt auch gibt. Ob man da gut hinkommt, ob man da schlecht hinkommt, das ist halt hier in Chaco auch nochmal ein großes Thema mit Regenzeit, nicht Regenzeit, Wege, asphaltiert, kein Asphalt, das, zum Beispiel zum Cerro Leone in der Regenzeit ist eher schwierig. Ein bisschen schwerer. Sieht man ja in unserem ersten Video, wie die Straßen da aussehen können. Das war nur ein kleiner Regen, der da runterkam. Weil wir wollen halt da noch gucken, wer es jetzt sich alleine nicht zutraut oder selbst wer einfach keinen Bock hat, der kann sich dann halt an uns wenden. Dann würden wir da mitkommen oder nur einer oder was weiß ich was. Also das sind halt auch so unsere Ziele fürs nächste Jahr. Leider müssen wir dann reisen. Ja, auch. Ja, wir reisen halt gerne. Ja. Ja, auf der Homepage werden wir dann auch noch Preise und all sowas. Ja, wie gesagt, auf der Homepage unter www.4feedsparaguay.com wird dann alles nach und nach aufgeschlüsselt und dann schreiben wir dann auch hin, wie da zu erreichen ist und ja, also Standorte und allem drum und dran. Wir können euch Sachen sagen, dann auch wo sie sind, auch wo wir jetzt noch nicht waren, aber wir sagen halt immer dazu, wo wir schon waren, damit wir sagen können, das ist für euch empfehlenswert oder eher nicht. Das kommt ja auch immer auf die Leute, auf die Wünsche an, was sie gerne haben möchten. So, wenn wir jetzt irgendwo nicht waren, dann geben wir das auch zu. Dann sagen wir halt, ne, keine Ahnung. Ja, weil wir das noch nicht waren. Klar, sicher. Ja. Weil das möchten wir jetzt auch nicht, dass dann irgendwie Missverständnisse aufkommen. Ja, und so wollen wir halt euch auch helfen bei der Urlaubsplanung, weil es kommen auch viele hin. Ja, was können wir denn hier machen? Genau, dass ne, das im Vorfeld schon geplant werden kann. Genau. Wo liegen die Interessen? Möchte ich jetzt Museen sehen hier von der Kultur hier aus dem Chaco? Von der Mennonitenkultur, von der Indianerkultur. Oder möchte ich lieber Natur sehen, Tiere sehen? Oder Fabriken. Oder die Fabriken angucken hier. Ja. Wie sieht das aus? Wie ist die Industrie hier aufgestellt? Eine Buggy-Tour mit Werner. Ja, eine Buggy-Tour, Flor del Chaco. Ja. Oder wie auch immer, ja. Das ist halt, jeder hat ja andere Ansprüche, was er in seinem Urlaub sehen möchte, ja. Oder wer möchte Kirchen sehen? Oder, na, das ist ja alles. Ja. Und das kann man dann sich vorher auf der Homepage angucken und sich dann vernünftig im Vorfeld planen, weil eine Reise in den Chaco ist nun mal weit und die Zeit ist hier oben immer knapp, wenn man im Urlaub ist, weil man kann hier so viel machen und ist aber auch alles immer zeitintensiv, ja. Kann ja nicht mal eben zum Sierra Leone fahren, das geht halt schon mal Zeit drauf. Aber gibt halt trotzdem einiges noch, was man so an einem Tag hier... Sicher, klar, aber das muss man ja im Vorfeld dann dementsprechend planen und dafür wollen wir dann halt die Homepage machen und selber die Sachen vorher ausprobieren. Ja. Ja, was halt auch nochmal ansteht jetzt, das hat ja schon angeschnitten, halt unsere neue Baustelle, aber die definitiv erst, also, was weiß ich, März, April oder so, wollen wir die anfangen. Frühestens, ja. Und in Ruhe.
Ne, das also nicht nochmal so ein Stress, das. Und wenn die später anfängt, fängt die später an. Und genau, wenn wir nächstes Jahr gar nicht bauen, bauen wir nächstes Jahr gar nicht. Ja? Wir haben ja ein Dach über dem Kopf. Es ist hier zwar sehr eng drin für uns, weil wir einfach viel zu viele Sachen haben. Ja, ich habe wieder viel zu viel angesammelt und so. Dabei sind wir nur mit 12 Kartons hier irgendwie angekommen und 3 Koffern oder so. Ja, irgendwie habe ich es geschafft, das Haus wieder voll zu machen. Nicht nur das Haus. Das steht ja auch noch an, das Video von unserem Haus, von ihm. Stimmt. Nur, da müssen wir noch mal ein, zwei Sachen hier rumbauen. Genau, ihr seht jetzt gerade erstmal nur das Wohnzimmer, aber in naher Zukunft zeigen wir euch dann auch noch hier unser ganzes Steinhaus, Ziegelhaus. Dann kommt natürlich noch die Kostenaufstellung. Was hat uns das Schaumplattenhaus gekostet? Was hat uns das Ziegelhaus gekostet? Da fragen sehr viele nach. Ich arbeite da dran, aber es ist so zeitintensiv, so viele Zetteleien. Du hast schon viel geschafft. Ich habe schon viel geschafft, aber ich bin da noch nicht ganz fertig. Ja, kommt dann immer irgendwas dazwischen, ne? Das kommt immer was dazwischen. Ja. Dann auch gleichzeitig noch eine Entschuldigung an alle, die immer kräftig unsere Videos kommentieren. Wir versuchen immer, alle Kommentare zu beantworten. Schaffen wir leider auch nicht immer zeitnah. Ja, ich setze mich dann immer dran und beantworte dann einiges. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, wenn Antworten auf meine Antwort kommen, ja, dann wird mir das nicht mehr so richtig angezeigt. Von mir gar nicht, weil Sarah gar nicht und mir wird das nicht mehr, ich kann das auf dem Desktop da nicht mehr so eingrenzen. Ich muss mir da nochmal irgendwie was erarbeiten, wie das funktioniert. Deswegen, wenn ich da nicht drauf antworte, ist das nicht böse gemeint, sondern ich habe wahrscheinlich die Antwort, dann finde ich nicht. Ich muss da mal intensiver nachgucken und dann kommen auch Antworten. Ansonsten einen neuen Kommentar machen. Genau, oder einen neuen Kommentar machen. Ja, dann sehe ich es wieder. Also ich sehe immer, die ersten Kommentare werden mir immer angezeigt. Und sobald ich die beantwortet habe und darauf wieder eine Antwort kommt, verschwinden die irgendwie da. Weiß ich nicht. Nicht ausgereift. Oder, ja, oder ich kenne mich ja wahrscheinlich noch nicht genug mit aus. Also werde ich mich aber auch nochmal mit beschäftigen. Also alles, was wir so im Kopf haben, versuchen wir schon immer hinzukriegen. Manchmal versuchen wir es ja auch in so einem Short-Video zu beantworten, klappt aber auch zeitlich nicht immer, aber das macht uns dann auch Spaß. Also schreibt ruhig gerne viele Kommentare, wir beantworten das gerne, sind auch sehr dankbar für die ganzen Tipps, die kamen. Ja, also da kamen ja auch unter den Bauvideos so viele Tipps, hey, macht das mal anders, macht das mal so, macht das mal so. Werden wir auch beherzigen und ja, dann spätestens bei der nächsten Baustelle hoffentlich umsetzen. Das ist ja nicht nur Bauvideos, sondern alles so. Dass ja, generell. Also wir freuen uns da über jeden Kommentar. Über jede Hilfe vor allem. Über jede Hilfe, jeden Kommentar, ja. Ja, auch in Zukunft uns einfach anschreiben, wenn ihr uns treffen wollt. Also wir freuen uns über jedes Treffen. Wir versuchen das auch immer, wenn wir zeitlich das hinkriegen, versuchen wir dann auch, uns mit euch zu treffen oder ihr kommt uns hier bei uns besuchen. Ich glaube, zweimal hat es bisher nur nicht geklappt. Ja, ganz selten. Bis jetzt hat es eigentlich immer geklappt. Ja. Also definitiv. Keine Scheu, einfach schreibt uns an. Unsere Kontaktmöglichkeiten sind immer unten in der Videobeschreibung. Wir sind immer froh, wenn wir neue Leute kennenlernen. Genau, wir freuen uns, neue Leute kennenzulernen. Oder alte nochmal wieder. Oder alte Leute nochmal wiederzusehen. Alte Bekannte nochmal wiederzusehen, ja. Und sind ja auch schon einige Freundschaften dann so durch solche spontanen Zusammentreffen entstanden. Anne. Zum Beispiel, genau. Ja, dieses Jahr haben wir halt auch endlich geschafft, mal zweimal bis jetzt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Wir sind ja jetzt einmal Adventsmarkt. Ja, wir sind ja jetzt zum dritten Mal Weihnachten hier in Paraguay und haben mit dem ersten Jahr gar nicht geschafft, auf einen der Weihnachtsmärkte zu gehen, weil wir sind unten in Asunción angekommen am 7. Dezember, haben dann 10, 14 Tage waren noch da unten, bevor wir hier hoch in den Chaco kamen. Und da war mit Weihnachtsmärkten hier eigentlich schon alles durch. So, ein Jahr darauf. Wir wussten es nicht, das kann auch sein. Genau, ein Jahr darauf, da war ein Weihnachtsmarkt, wir waren auch auf denen in Philadelphia. Und ja, durch die ganze Bauerei war das zu stressig. Und deswegen sind wir dann nur auf dem in Philadelphia gewesen. Ich glaube, wir wollten nach Neuland, da hat es geregnet. Und in Loma Plata. Loma Plata war, glaube ich, auch Regen. Oder wir waren zu müde oder zu erschöpft von der Baustelle, haben wir nicht geschafft. Und dieses Jahr waren wir halt auf dem Adventsmarkt in Philadelphia. Der war schon recht schön. Dann waren wir lecker gegessen. Haben wir lecker gegessen, ja, eine leckere Bratwurst und und eine Currywurst, genau. Und Eiskaffee. Und Eiskaffee und so, genau. Da waren wir mit unseren Gästen Daniel und Oliver da. Das war ganz nett mit den beiden.
Sarah hat jetzt Hunger von dem ganzen Gerede. Dann haben wir endlich den Weihnachtsmarkt in Loma Plata kennenlernen dürfen. Der war super, da waren wir überwältigt von. Da haben wir ja ein Video von gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Den in Neuland haben wir dieses Jahr leider verpasst. Wir haben nicht mitbekommen, dass der in Neuland ist. Das heißt, ein Jahr warten. Nächstes Jahr vor Bescheid sagen. Ja, nächstes Jahr hoffentlich erfahren wir dann früher, wann der Weihnachtsmarkt in Neuland ist. Da wollen wir auch unbedingt hin. Und der Weihnachtsmarkt in Philadelphia kommt noch. Nicht dieses, nächstes Wochenende. Ich hoffe, wir schaffen das auch vor dem Weihnachtsmarkt, das Video zu veröffentlichen. Ich hoffe auch, wir schaffen vor dem Weihnachtsmarkt noch dieses Video zu veröffentlichen. Aber ich setze mich da gleich dran. Am 15. bis 17. Dezember ist der. Genau, falls ihr da hinkommen wollt. Jetzt wollten wir noch einmal kurz das Thema positiv-negativ ansprechen. Also wir hatten das Video gemacht, was uns hier besonders gefällt, was uns hier nicht so gefällt und was sich bis jetzt in dem Jahr geändert hat. Eigentlich nicht viel, ne? Nö, also das ist ja jetzt schon das zweite Jahr, wo wir hier sind. Das letzte Video positiv-negativ war die Resümee von einem Jahr. Es hat sich nicht viel geändert jetzt in dem letzten Jahr. Einzige, was dazugekommen ist, die Fliegen nerven mich total. Also Moskitos nerven so oder so, ja, aber die Fliegen sind jetzt irgendwie mehr geworden, die stören mich total, Sarah nicht so sehr. Ich bin da ständig mit meinem Tennisschläger da unterwegs und jag die Fliegen. Ja, jetzt schon wieder eine. Ja, man macht die Tür auf, zu, schon sind wieder neue Fliegen drin. Das stört mich so ein bisschen. Ansonsten muss ich sagen, haben wir alles in dem Jahresvideo gemacht, positiv, negatives. Guckt euch das nochmal an. Aber was nur noch negativ war? Jetzt im Winter war es so trocken, dass die ganzen Vögel meine Kakteen kaputt gepiekst haben. Also, es war halt hier echt, wir hatten drei Monate trocken. Ist immer noch trocken. Ja, da, die ganzen Bienen waren halt in dem Wassernapf von den Hunden, dass die Hunde teilweise sich nicht mehr getraut haben zu trinken. Ich habe die dann halt auch immer wieder ausgeleert, das Wasser. Ja, kaum stellst du das auf den Boden, ist da wieder alles voll. Dann immer wieder mal den Standort geändert. Und halt die Vögel, die dann alles zerpickt haben. Ja. Weil sobald irgendwo Wasser war, waren die Tiere da. Ist klar, die brauchen auch Wasser, die suchen auch meine Kakteen. Aber die leben ja noch, die Ja, Weißen. Die haben ja alle überlebt. Nur mit Löchern. Die Vögel wollen ja auch überleben. Wir freuen uns ja auch dann, wenn die Vögel hier sind. Ja, ja. Ist ja auch so. Ne? Ja, am Ende bleibt dann zu sagen, das Negative ist für uns so gering, Ja, das Positive überwiegt hier eigentlich, also deswegen können wir das Negative vernachlässigen. Das sind ja auch Kleinigkeiten. Ja. In Deutschland haben mich Fliegen und Mücken auch gestört. Sarah haben Spinnen in Deutschland auch gestört. Also ich härte immer mehr ab. Sarah härtet immer mehr ab, was Spinnen betrifft. Ja, generell, man gewöhnt sich hier an alles. Ne. Gut, was natürlich die minderwertige Qualität von fast allem, was man hier kauft, das kaputt geht, wenn man es anguckt, ist natürlich auch noch so eine Sache, aber man arrangiert sich. Genau, also es ist mittlerweile auch nicht mehr so schlimm wie während der Bauphase. Gut, wir brauchten die Sachen da dringend, wir haben dann halt gekauft, jetzt haben wir die Zeit, jetzt gucken wir dann auch vielleicht nochmal nach einer anderen Qualität oder die Zeit macht natürlich auch schon viel aus. Genau. Also man kann sich hier eigentlich fast mit allem arrangieren. Wir haben uns hier so eingewöhnt, dass die negativen Aspekte schon fast komplett verschwunden sind. Und den perfekten Ort in der Welt gibt es so oder so nicht. Man hat immer irgendwo was zu meckern und deswegen. Also wir sind hier rundum zufrieden. Wir sind hier nett aufgenommen worden. Fühlen uns sehr wohl. Unsere Nachbarn hier im näheren Umfeld sind nett. Unsere Nachbarn im weiteren Umfeld sind nett. Viele gute Freunde hier kennengelernt. Deswegen, viele nette Leute. Viele nette Leute. Deswegen fühlen wir uns hier, wie gesagt, super wohl. Ja, zum Schluss wollen wir uns eigentlich nochmal bei euch allen bedanken. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf ein super Jahr 2023. Genau. Wir freuen uns auf den Chaco immer wieder, immer aufs Neue. Immer wieder. Und was halt alles noch kommt. Genau. Bleibt uns dann jetzt nur noch zu sagen, schöne, frohe Weihnachten. Genau. Und guten Rutsch ins nächste Jahr. Rutsch nicht zu doll. Genau. Ich denke mal, wir werden bis zum Neujahr sowieso noch ein paar Videos reinhauen, aber wir haben noch so viel Material. Jetzt wollen wir einfach schon mal sagen, kommt gut ins neue Jahr, frohe Weihnachtsfeiertage und danke euch allen. Danke euch allen vielmals für eure Unterstützung und wir sehen uns wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.